ohne LKWs ist unser modernes Leben nicht möglich. Das habe ich nie in meinem ganzen Leben gemacht. Kann ich auch jedem Zuhörer nur empfehlen, nie, nie, nie in eurem Leben was zu machen, nur weil vielleicht morgen irgendwo der große Preis gewinnt. Ich habe immer alles, was ich gemacht habe, aus voller Überzeugung im Hier und Jetzt gemacht. Ich habe immer den Sinn des Nutzfahrzeugs verstanden. Es ist ein extrem rationales Geschäft. Ja? Keiner kauft ein LKW, weil er es will. Es gibt kein Zweit-LKW, es gibt kein Vergnügungs-LKW, es gibt kein LKW, um beim Nachbarn anzugeben. Jeder kauft sich dieses Teil, um damit Geld zu verdienen, weil er es braucht, weil er eine Aufgabe damit zu erfüllen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Young Economist. Mein Name ist Juri Galkin. Und ich bin Lorenzo Wienicke und es freut uns sehr, dass wir heute hier im Headquarter von Daimler Truck sind mit dem CEO Martin Daum. Hallo Martin. Hallo, freut mich. Danke fürs Kommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Das Programm Young Economist haben wir damals ins Leben gerufen, um zu verstehen, wie der Alltag eines CEOs läuft. Nimm uns mal mit in deine letzte Woche. Was war dein Highlight? Das Highlight eines CEOs ist immer die unheimliche Vielfalt an Themen. Du weißt eigentlich nie, was so der ganze Tag auf dich zukommt. Du musst morgens eine Investitionsentscheidung treffen, ein Mitarbeiter, der ein schwieriges Problem zu lösen hat, eine personale Entscheidung, die nicht einfach ist. Wir haben letzte Woche eine neue Stelle besetzt, haben 4 wirklich extrem spannende Kandidaten gehabt und dann darüber diskutiert, wer am geeignetsten für die Stelle ist. Sind jetzt die Überlegungen, wie wir den wir am besten halten für die Stelle, einspielen in die Organisation, sodass es eine maximal positive Zustimmung gibt. Wir haben Pressegespräche gehabt. Es ist die Vielfalt, die den Job ausmacht, nie der Einzelevent. Wie oft bist du hier vor Ort und wie oft bist du auswärts? Auch ganz schwierig. Ja. Ich habe Saison. Im Moment ist die... Ich bin hier Saison. Warum? Weil meistens im Oktober wird die Planung fürs nächste Jahr gemacht. Der September war, ich bin nicht hier. Ja, da war die IAA, da waren Strategietage in Portland. Obwohl, morgen und übermorgen bin ich in Indien für 2 Tage. Aber das zählt fast gar nicht, ja, weil ich bin da schon wieder zurück. Ja? Also auch einen Tag in Brüssel, um politisches Lobbying zu machen, ist für mich eigentlich wie ein Bürotag. Ich gehe morgens aus dem Haus und bin abends wieder zu Hause. Das heißt, alles in Europa machst du wahrscheinlich in einem Tag? Solange es nicht mit Übernachtung, auswärtig Übernachtung gibt. Ich habe mich erinnert, bei jeder Karrierestufe haben wir immer zu Hause gezählt, wie viele Nächte bin ich nicht zu Hause. Es gab mal eine Phase, da war ich so im Senior Management, das waren 50 Nächte. Als ich dann normaler Vorstand wurde, waren es 100 Nächte, wo ich dann wirklich geguckt habe, dass es nicht mehr als 100 Nächte nicht zu Hause sind. Ich kann es noch nicht mal sagen, ich habe dann aufgehört zu zählen, weil es wahrscheinlich über 100 werden. Das ist schon eindrucksvoll. Du bist der CEO von der Daimler Truck Holding AG, ein relativ neues Unternehmen. Bis vor einiger Zeit wart ihr gemeinsam mit der Autosparte Teil eines gemeinsamen Konzerns. Dann habt ihr euch aufgeteilt in die Mercedes-Benz Group für Autos und Vans und euch in Trucks und Buses. Genau. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit bei Ola Kalenius und der hat uns erklärt, dass Mercedes-Benz Group probiert, das Image aufzubauen als Hersteller von Luxusautos, zeitlosen, modernen Gegenständen. Mhm. Was ist das Image, was du probierst, mit Daimler Truck zu verfolgen? Wofür steht ihr als Unternehmen? For all who keep the world moving. Für alle, die die Welt bewegen. Ohne LKWs ist unser modernes Leben nicht möglich. Ob Feuerwehr, Müllauto, der Supermarkt füllen, die Baustelle, den Dreck wegfahren, in der arbeitsteiligen Wirtschaft Waren von A nach B zu bringen. Wenn die Geschichte zurückgeht, ist die Entwicklung des menschlichen Wohlstands immer mit Warenaustausch verbunden. Am Anfang mit Handkarren, dann mit Pferdefuhrwerken, heute mit modernsten LKWs. Und diese Menschen, die wirklich die Welt und unsere Wirtschaft bewegen, denen wollen wir das optimale Arbeitsgerät in die Hand geben. Ich meine, man sieht da ein paar von euren Produkten. Was würdest du sagen, unterscheidet euer Produkt, Actros zum Beispiel, von denen der Konkurrenz? Warum sollte ich Mercedes Daimler Truck kaufen und nicht ein Konkurrenzprodukt? Was macht euch aus? Wir haben zwei Punkte belegt, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Das eine ist effiziente Fahren, Total Cost of Ownership. Zuverlässige LKWs, verbrauchsarme LKWs, zahlt alles auf diese Cents per Mile, Cents per Kilometer, muss man in Deutschland sagen, die ein Spediteur hat. Und das zweite ist Sicherheit. Moderne Systeme, die den Fahrer unterstützen, möglichst sicher zu fahren. Ich kann mich immer noch an, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, hat
schon in der, erst nach 10 Minuten der Fahrlehrer einmal die Bremse ganz stark reingehauen. Und er hat gesagt, haben Sie die Frau an der Seite gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Er hat gesagt, das darf Ihnen nicht nochmal passieren. Weil wenn Sie einen Fehler mit einem LKW machen, kostet das Leben. Ein Fehler mit einem PKW ist meistens mit Geld behebbar. Das heißt, Sie haben selber einen LKW-Führerschein gemacht? Ja, natürlich. Schon vor vielen Jahren. Verstehe. In der ersten Hälfte der Veranstaltung soll es gerade um deinen Lebensweg gehen. Mhm. Und viele unserer Zuschauer stehen gerade in der Position, dass sie nach der Schule die Entscheidung treffen müssen, was machen sie. Du hast 1978 dein Abitur gemacht und dich damals für eine Bankkaufmannlehre entschieden. Warum für die Lehre und nicht für ein Studium? Erstmal für die. Mich hat Wirtschaft immer interessiert. Und es ist, war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wenn ich höre, was ihr mit eurer NGO macht, dann ist es heute vielleicht noch genauso. Ich habe unheimlich viel in der Schule gelernt und ich war sehr gerne Schüler. Aber ich habe überhaupt nichts von Wirtschaft gelernt. Wie eine Börse funktioniert, wie Finanzierung geht. Schon allein der Zahlungsverkehr fand ich witzig. Wie kommt Geld von A nach B, ohne dass ich davon was merke als Normalbürger. Und da fand ich das sehr spannend in der Bank, das ganze Thema mit Geld mitzukriegen. Das hat mich dann geprägt, aber es war dann auch klar, ich möchte noch tiefer und mehr wissen und deshalb habe ich in der studiert. Das heißt, du hast bewusst erstmal eine Bankkaufmannlehre gemacht, mit dem Wissen im Nachgang muss es weitergehen, aber erstmal war... Ja, ich wollte auch das Geld für mein erstes Auto verdienen. Das ist auch ganz nett nach dem Studium, dass man mal seinen Eltern nicht immer auf der Tasche liegt. Es ist auch mal eine ganz neue Erfahrung, jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen, nee, um 7 Uhr aufstehen zu müssen, um 8 Uhr irgendwo zu sein. Das war... bis dahin ein bisschen unbekannteres Leben. Und von daher habe ich das sehr gern gemacht, diese 2 Jahre. Das Studium ist gefolgt. Du hast in Mannheim dann BWL studiert, also Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ola Kelenius hat sowas ähnliches studiert wie du. Und er hat, als er bei uns war, erzählt, dass wenn er heute nochmal studieren würde, er nicht wieder BWL studieren würde, sondern irgendwie Computer Science. Wenn du nochmal die Wahl treffen könntest, würdest du wieder das studieren, was du studiert hast? Oder denkst du, dass du vielleicht mit einem Ingenieurstudium oder irgendwas anderes mehr davon gehabt hättest? Für dein Nee, Studium? Ich würde absolut wieder das Gleiche studieren. Und auch mit den gleichen Schwerpunkten. Als ich damals, als wir dann angefangen haben zu studieren und in meinem Jahrgang mit Uni haben viele dann Soziologie oder Theologie studiert und zwar immer so die, oder auch Medizin. Und da war immer so das Hauptargument, ich möchte was mit Menschen zu tun haben. Mhm. Wenn ich heute jetzt so nach 30 Jahren Beruf sehe, bin ich derjenige, der am meisten mit Menschen zu tun hat und dessen tagtägliche Aktionen am meisten Einfluss auf Menschen haben. Ich habe in Mannheim auch mit einem starken Schwerpunkt, ich habe Marketing bei Raffé studiert, der sehr einen soziologischen Aspekt in der ganzen Geschichte drin gehabt hat. Ich habe Organisationstheorie, Organisationsentwicklung, was motiviert Menschen. Ich habe Psychologie als Nebenfach gehabt. Ich habe mit hoher Begeisterung Volkswirtschaft gemacht, um auch Mechanismen zu verstehen. Wie bilden sich Preise? Wir gucken heute an, Gas, Benzin geht nach oben, weil irgendjemand den Benzinhahn zudreht. Das heißt also, die Nachfrage bleibt hoch, das Angebot geht runter. Was machen wir regierungsmäßig? Wir verbilligen das Angebot. Ja, mein Gott, was passiert? Die Nachfrage geht noch höher. Das heißt, das, was ich vorher verbillige, holt das Angebot sofort wieder nach. Also manchmal denke ich, da sind so volkswirtschaftliche Grundprinzipien ganz, ganz wichtig, dass die viel breiter in der Bevölkerung bekannt sind, als dass wir so schnell, ganz kurzfristig dann nach Gefühl reagieren. Um die Frage hiermit zu beantworten, in einer kurzen Sache, ich würde wieder das Gleiche studieren, weil es mir unheimlich viel in meinem Leben gebracht hat. Also hast du auch das Gefühl, dass du viel von den Inhalten, die du damals in Mannheim gelernt hast, für deine spätere berufliche Tätigkeit anwenden konntest? Weil ich saß häufig in meinem Wirtschaftswissenschaften-Studium und dachte mir, brauche ich das später nochmal? Was du nicht brauchst, sind irgendwelche Formeln. Also es war in Mannheim aus, gab immer dieser sehr stark mathematisch orientierte Teil. Da hat es mich aber schon vom ersten Tag an gewundert, ich habe gesagt, wo wollt ihr eigentlich den Input hier haben? Wenn ich weiß, wie viel Absatz ich im Jahr 2030 habe, dann kann ich es ziemlich leicht ausrechnen, was die richtige Entscheidung ist. Es ist vielmehr die große Frage, wie kann ich Szenarien aufbauen, um dann zu sehen, mit welcher Bandbreite ich im Jahr 2030 zu leben habe. Und da habe ich viel im Unternehmen in der Uni gelernt. Ja. Ja. Nach der Uni ging es ja für dich in deinen ersten Job und du hast dich damals für die Unternehmensberatung entschieden. Ja. Und die Unternehmensberatung gilt auf der einen Seite als harte Prüfung, ja, aber auch als Sprungbrett. Was war es für dich? Harte Prüfung, aber also erstmal, ich habe mein ganzes Leben lang nie nach Sprungbrett gemacht. Sprungbrett heißt ja eigentlich, ich will was anderes machen und mache deshalb dieses, was mir nicht so gefällt, aber es hilft mir, mich dann irgendwo hin zu katapultieren. Wo ich eigentlich hin will. Das habe ich nie in meinem ganzen Leben gemacht. Kann ich auch jedem Zuhörer nur empfehlen,
nie in eurem Leben was zu machen, nur weil vielleicht morgen irgendwo der große Preis gewinnt. Ich habe immer alles, was ich gemacht habe, aus voller Überzeugung im Hier und Jetzt gemacht. So, große Prüfung, ich fand das super gut. Ich bin von der Uni gekommen, habe angefangen. Mein Chef hat mir gesagt, ich nehme dich mit zu einem Kunden. Das ist ein Projekt, du bist stellvertretender Projektleiter. Sag ihm nicht, dass es dein erster Arbeitstag ist. Und abends hat er mir gesagt, wir kriegen so viel Umsatz mit diesem Projekt. Das heißt, das ist dein Mitteleinsatz, den du für das Projekt verwenden darfst. Wenn du mehr machst, werden wir Geld mit dem Projekt verlieren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin vom ersten Moment an mein eigener Unternehmer gewesen. Mir hat die Vielfalt gefallen. Mir hat das heute Konsumgut, morgen Spendenmarketing, übermorgen eine Industrieberatung in einem ganzheitlichen Konzept. Das war für 2 Jahre super toll, hat mich dann aber nicht mehr befriedigt, weil jedes Mal, wenn mir was Spaß gemacht hat, waren wir fertig und irgendwelche anderen Leute haben übernommen, die dort beschäftigt waren, zu Recht. Ich habe gesagt, nee, ich möchte mal was ganz fertig machen. Und dann habe ich mit Daimler angefangen und bin immer noch dabei. Aber warum hast du dich damals nach dem Studium für die Unternehmensberatung entschieden? Also warum gerade dieser Job? Einfach, weil ich es spannend fand. Also ich war nicht fixiert auf eine Branche. Ich wollte Marketing, ich wollte Organisationsberatung machen. Ich wollte einfach mal kennenlernen, was so abgeht. Ja. Und das war eine gute 2-jährige Zeit. Und ich war, wie gesagt, von meinem ersten Tag an mein eigenes Profitcenter, was mich dann auch stark geprägt hat. Was man vielleicht jetzt in einem Großkonzern am ersten Tag noch nicht so ganz mitkriegt. Ja. In den Großkonzern bist du dann gewechselt, 1987, ja. Nachwuchsprogramm von Daimler. Ja. Bist du da, war es eher so eine Fügung, dass du bei Daimler gelandet bist? Du hast gesagt, ich möchte zu Daimler. Ich habe mich damals bei mehreren großen, bedeutenden Adressen beworben in der deutschen Industrie. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich einen sehr, sehr guten Uni-Abschluss gehabt habe. Also deshalb, ich soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wahrscheinlich jede Stelle bekommen hätte, auf die ich mich beworben habe. Und Daimler war mit Abstand der Schnellste. Verstehe. Und das heißt, die haben dir zuerst zurückgeschrieben und hast du gesagt, ich gehe zu Daimler. Ja, ich habe mir die Stelle angeguckt. Die Stelle hat mir super gut gefallen, hat alle meine Wünsche erfüllt und habe ich ja gesagt. Ja. Ich muss noch mal jetzt einen Schritt zurückgehen, weil tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, für viele unserer Zuschauenden sehr spannend, weil ganz viele davon studieren BWL und du hast gerade gesagt, du hast einen sehr guten Abschluss gemacht an einer sehr guten Uni. Was hast du richtig gemacht während des Studiums, um besser zu sein als deine Kommilitonen? Das weiß ich, ich muss die Kommilitonen fragen, was haben die gemacht, dass sie schlechter sind. Dass sie schlechter sind als ich. Ich habe was studiert, was mir riesig Spaß gemacht hat. Ich habe noch nie Schwierigkeiten mit Lernen gehabt, aber mit Lernen im Sinn nicht nur auswendig lernen als Lernmaus, sondern eben anzuwenden, auf praktische Fälle zu gehen. Ich habe während dem Studium, meine Diplomarbeit für Audi geschrieben, die mir der Lehrstuhl vermittelt hat, fast wie ein Beratungsprojekt. Es war für mich immer Praxis und Theorie miteinander zu verbinden. Ich habe so viele Sachen während der Uni-Zeit gemacht und habe 4,5 Jahre studiert. Nee, ich habe es mit Leidenschaft und vollem Engagement gemacht, ja. Ja, also ich glaube, die Konsequenz daraus war es hier, du bist zu Daimler gewechselt und ein Jahr danach hast du gleich eine Managerposition bekommen und hast halt die nächsten Jahre danach auch verschiedene Führungspositionen. 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre, falsch informiert, ja. Verzeihung. Ja, aber du hast verschiedene Führungspositionen im Nachhinein auch bekleidet. Was für Eigenschaften hast du mitgebracht, damit das funktioniert? Also ich glaube, zunächst mal habe ich immer wieder Leute, und zwar ganz unterschiedliche Leute im Unternehmen, die mich immer gefördert haben. Aber die, glaube ich, ich habe immer Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe immer meine Meinung gesagt und ich habe immer versucht, konstruktiv Lösungen zu finden. Ich habe sowohl mit meinen Vorgesetzten als auch Kollegen als meinen Mitarbeitern eigentlich immer tolle Verhältnisse gehabt. Es gibt ganz wenige, wo ich sagen würde, das war ein bisschen ein schwieriges Verhältnis. Ich glaube, es war für mich immer klar, dass wir eigentlich als große Gruppe soziologisches Gebilde, kann es nie sein, dass du dein eigenes Pläsierchen auslebst auf Kosten der anderen, sondern es ist immer, wie können wir das Gesamtsystem erfolgreich machen. Du wurdest dann schließlich 2002 Teil der Geschäftsführung von Mercedes-Benz LKW und widmest dich dort der Nutzfahrzeugsparte. Warst du vorher, habe ich das richtig verstanden, dass du vorher auch im Cars-Bereich warst? Nee, ich bin einer der ganz wenigen, die keine
PKW-Karriere haben. Das hat sich nicht so ergeben. Ich war am Anfang im Vertrieb, habe dort vor allen Dingen Nutzerzeugaufgaben erledigt. Dann war ich, hat Daimler ja mal diese Debis-Dienstleistungen, da habe ich Marketing, Handel auch sehr stark viel mit Nutzfahrzeugen zu tun gehabt. Und ich bin 96 in den USA in ein Nutzfahrzeugprojekt gegangen, wo es um die Entwicklung eines weltweiten Nutzfahrzeugs ging. Da habe ich 96 angefangen, dann Fulltime im Nutzfahrzeug zu arbeiten und bin seitdem dort geblieben. Trotzdem möchte ich dir an die Stelle mal die Möglichkeit geben, die Lanze für die Nutzfahrzeuge zu brechen. Warum würdest du sagen, wenn ich jetzt ein junger Ingenieur bin, der sich überlegt, ob er zu Daimler Cars geht oder zu VW oder zu wen auch immer oder zu Nutzfahrzeugen, warum sollte man bei euch anfangen? Also zum Beispiel erstmal viel wichtiger als der junge Ingenieur ist die junge Ingenieurin. Das ist ein guter Punkt. Ja, weil Nutzfahrzeug ist eben kein männliches Produkt. Erstmal, Nutzfahrzeug ist, und das hat mich, kann man später nennen, in unserem Purpose for all who keep the world moving, alle die Welt bewegen. Ich habe immer den Sinn des Nutzfahrzeugs verstanden. Es ist ein extrem rationales Geschäft. Ja? Keiner kauft ein LKW, weil er es will. Es gibt kein Zweit-LKW, es gibt kein Vergnügungs-LKW, es gibt kein LKW, um beim Nachbarn anzugeben. Jeder kauft sich dieses Teil, um damit Geld zu verdienen, weil er es braucht, weil er eine Aufgabe damit zu erfüllen hat. Und ein Gut zu machen, also dieses nennt sich Business-to-Business-Geschäft, ein Produkt herzustellen, das jemand anders hilft, sein Business erfolgreich zu machen, finde ich, ist was für mich total Befriedigendes, total Faszinierendes. Der Kontakt zu Kunde viel näher und auch immer wissend, der Kunde, die Entscheidung für unser Auto ist für fast alle unserer Kunden die wichtigste Entscheidung, die sie innerhalb eines Jahres treffen. Und wenn sie da die falsche Entscheidung treffen, dann hat es erhebliche und zwar positive oder falsche Entscheidungen, negative Auswirkungen, positive, richtige Entscheidungen, natürlich positive Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Und da aktiv dabei zu sein, zu unterstützen, ist für mich was ganz, ganz Großartiges. Ja, so ein LKW ist eine große Investition. Kannst du für unsere Zuschauer so eine Einschätzung geben? Weil ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung, wo liegt man ungefähr, wenn man sich so eine 40-Tonner Zugmaschine kauft? Zum Glück fragst du spezifisch. Manche Leute fragen mich, wie viel kostet ein LKW? Da komme ich immer mit der Gegenfrage, wie viel kostet ein Haus? Die 40-Tonnen Zugmaschine, 80.000 bis 85.000 Euro. Was gar nicht viel ist, wenn du denkst, wenn du so einen Schnickschnack Sportwagen nimmst, also jetzt nicht Mercedes, sondern von irgendjemand anders, ist natürlich das Wort Schnickschnack nicht verwenden, da kriegst du deutlich weniger Material für deutlich mehr Geld. Und ein LKW übrigens hat eine Lebensleistung von 1 Million Kilometer oder in den USA sogar von 1 Million Meilen. Ja, also von daher ganz gewaltig. Ja. Du kannst natürlich auch weitergehen, wenn du jetzt ein Baustellenfahrzeug machst mit 4 Achsen und vielen Nebenabtrieben, wo man dann noch Maschinen dranhängen kann, dann kannst du auch auf 200.000 kommen. Also das ist, aber wenn du im so ein Stadtverkehrsverteilungsfahrzeug ohne viel, ziemlich rudimentär ausgerüstet, kann man es auch für 40.000, 50.000 kriegen. Ja. Jetzt hast du gerade schon die USA ins Spiel gebracht. Du hast einen Großteil deiner Karriere in den Staaten verbracht, Ja. Unter anderem als CEO und Präsident von Daimler Trucks North America. Ja. Und wie unterscheidet sich der Führungsstil eines Menschen aus den Staaten zu dem eines aus Deutschland? Also es gibt viel Überlappung. Mhm. Ja, deshalb finde ich es USA und Europa keine besondere Herausforderung. Anders wäre, wenn man nach Asien oder selbst Lateinamerika geht. Es gibt viel Überlappung, aber es gibt auch Unterschiede. Ich glaube, es ist mehr dieses positive Begeisterungsmoment. Das okay. Why not ist viel häufiger in den USA oder habe ich viel häufiger angetroffen und hat immer sehr angenehm gemacht, als durch der hohe Skeptizismus, den wir in Deutschland häufig haben. Ja, das stimmt. Wir haben noch eine passende Zuschauerfrage zu den Aufenthalt zu Amerika. Hallo Herr Daum, mein Name ist Stefanie, ich bin 33 Jahre alt und ich habe über Sie gelesen, dass Sie eine Zeit lang in Amerika verbracht haben. Ich selber habe auch ein Jahr in den USA gelebt und deshalb meine Frage an Sie. Haben Sie etwas von der Mentalität wieder zurück nach Deutschland gebracht und wenn ja, fließt etwas gegebenenfalls davon in Ihren Arbeitsalltag ein? Ja, ich würde sagen, definitiv. Vielleicht hat auch mein langer war ich deshalb so lange noch erfolgreich in den USA, weil es für mich nicht so eine große Umstellung war. Ja, also, aber es sind das Leben etwas leichter zu nehmen, ja, eher die Chancen zu sehen. Und wenn mal was nicht klappt, hey, dann probieren wir es ein anderes Mal. Ja, in Deutschland ist es dann eher so die Einstellung, habt ihr schon immer gesagt, dass es nicht klappt. Mhm.
Ich finde es auch toll, wenn ich habe es ja gesehen, meine Kinder sind lange in den USA in die Schule gegangen. Es ist wirklich die Aufgabe des Lehrers, den Schüler erfolgreich zu machen. Manchmal habe ich in Deutschland, und jetzt bitte nicht die Lehrer alle mir böse Leserbriefe schreiben, manchmal dem Kind eher zu zeigen, was es noch nicht kann. Und wenn es sich nicht anstrengt, dann wird nie was aussehen. Ja. Ja, ist weniger motivierend als in den USA. Ich meine, in den USA sind dann natürlich auch in der Schule Sätze gefallen, und zwar vom Mathematiklehrer. Ich will, dass alle meine Schüler above average sind, was jetzt auch nicht funktioniert mathematisch. Aber es ist mehr so eine Grundeinstellung. Also dieses deutlich positivere ans Leben ranzugehen. Mhm. Und wenn es auch mal was nicht klappt, dann eben nochmal neu zu versuchen. Das ist was für mich eine ganz wichtige Eigenschaft für Management ist, egal ob in Deutschland oder in den USA. Ist das eine Eigenschaft, die du erst auch in den Staaten für dich gefunden hattest, oder war das auch wirklich eine Eigenschaft, die dich unter anderem dazu geführt haben, dass du in der Unternehmensberatung erfolgreich warst und auch die ersten Jahre oder die nächsten Jahre in Daimler? Das ist unheimlich schwierig. Es war ja nie eine bewusste Entscheidung. Also ich bin nicht nach den USA gegangen und habe gedacht, jetzt muss ich mich umgewöhnen oder so. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ja? Okay. Es gibt eine Eigenschaft umgekehrt, was man auch fragen kann, was kann man aus Deutschland in die USA bringen. Was unheimlich gut ist, ist immer dieses umfassende, systematisch zu durchdenken. Ja. Ja, das ist was, wo ich sage, auf einer Wissensbasis. Das ist das auch, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Und für mich beides miteinander zu verbinden, gibt wirklich eine Erfolgskombination. Und ich habe eigentlich das versucht, immer mein Leben lang zu leben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Und zwar schauen wir nochmal in deine Karriere rein. Die ging eindrucksvoll weiter. 2017 wurdest du in den Vorstand von Daimler Trucks berufen. Mhm. 2019 Vorstandsvorsitzender. Dann kam die Ausspaltung. Jetzt bist du der Chef von über 100.000 Leuten und ein DAX-Unternehmen in sich alleine. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Hast du da manchmal schlaflose Nächte und denkst, krass, ich bin verantwortlich für 100.000 Leute und alles, was dran hängt? Oder? Schlaflose Nächte habe ich grundsätzlich nicht. Das ist auch ganz wichtig, und ich denke, deshalb wird man ja auch nicht als Vorstandsvorsitzender geboren. Und ich habe auch immer, wenn ich Leute mentore, sage ich immer, ihr müsst euch immer klar sein, was ihr euch wünscht. Wer Vorstand wird aus Prestige, wer Vorstand wird, damit er ein bisschen mehr Geld verdient, das wird nie was Gutes werden. Ja? Man muss mit einer Leidenschaft dabei sein, man muss auch das Gefühl haben, das kriege ich hin, das verstehe ich, was es geht, und man muss auch mit der Verantwortung umgehen. Ja, ich habe eine enorme Verantwortung, das habe ich schon, ich sage so ab 2002, seitdem ich dann nach Nordamerika, dann waren es 2009 waren es 25.000 Leute, aber mir war immer klar, wenn du auf diesem Level einen Fehler machst, leiden Tausende von Menschen deutlich stärker als ich selbst bei diesem Fehler. Und diese Verantwortung positiv umzusetzen, in positive Energie umzusetzen, sagen, aber ich bin gut ausgebildet, ja, ich habe gute Mitarbeiter, ich kann es nicht alleine tun, ich möchte die Guten fördern, die mich da unterstützen, dann wird da eine gute Sache draus. Warum hast du dich dafür entschieden, Vorstandsvorsitzender werden zu wollen? Oder wo hast du gemerkt, das ist was mich nicht einschüchtert, sondern das ist was, wo ich Lust drauf habe? Also erstmal habe ich, ich wollte immer, als ich mit dem Studium fertig war, war mir schon klar, ich möchte eine Stelle haben, wo ich mitgestalten habe, wo meine Stimme gehört wird und wo das, was ich als Ideen habe, auch Auswirkungen habe. Ich wollte nie nur Mitläufer sein und jemand sagt mir, was ich zu tun habe. Das hat mich noch nie gereizt. Ich habe in Daimler einen Arbeitgeber gehabt, der das vom ersten Tag an auch mir immer das Gefühl gegeben hat. Ich habe dann auch gewusst, es muss dann schon so eine Senior-Management-Stelle sein, wo ich dann gehört wird bis zum obersten Level, wo ich aber auf der anderen Seite auch auf Menschen positiv Einfluss nehmen kann. Dass dann am Ende ein Vorstandsjob rausgekommen ist, ich hab mich nie für einen Job beworben. Ich bin immer gefragt worden, ob ich den Job nehmen würde. Und habe mir dann auch immer überlegt, ob ich bereit bin, die höhere Verantwortung zu tragen. Bin zum Ja gekommen und deshalb sitze ich jetzt heute hier. Echt sehr, sehr eindrucksvoll. Wir springen vom Thema, und zwar Mercedes-LKWs fahren weltweit, aber nicht gleichzeitig fahren überall auch der Stern mit. In den USA heißt der Mercedes dort Freightliner, in Indien heißt der Bharat Benz, ja. Genau. Warum kommt die Unterscheidung? Also, genau. Weil erstens mal, LKW ist ein, ich nenne es globales Business. Ich unterscheide zwischen internationalem Business,
wo ich von einem Fleck die ganze Welt glücklich mache mit der gleichen Rezeptur. Rittersport schmeckt, egal wo es hergestellt wird, gleich und es ist immer Rittersport. Oder einem globalen Business, wo lokale Unternehmen im Verbund zusammenarbeiten, aber jeweils für den lokalen Markt arbeiten. Überall dort, wo wir sind und produzieren, und das sind sicherlich 5 oder 8 oder ich weiß gar nicht, wie viele Zentren auf der Welt, dort kaufen wir lokal ein, arbeiten mit lokalen Mitarbeitern, produzieren für den lokalen Markt. USA, bestes Beispiel, wir exportieren fast nichts nach USA und importieren auch fast nichts aus USA, sondern wir bauen in USA die Fahrzeuge für den amerikanischen Markt. Manches dieser lokalen Zentren, wie zum Beispiel in den USA, wurden vor vielen Jahren dann durch Akquisition und nicht durch Gründung erworben. Und da war halt in den USA die Marke Freightliner schon eine sehr angesehene und gefragte Marke in den USA. Ich glaube, 1982 hat Daimler es gekauft. Und da gab es dann kein Argument, dort die Marke zu wechseln. Gleiches ist mit Fuso in Japan. Und in Indien sind wir zum Schluss gekommen, dass wir eine eigene Marke machen wollen. Warum? Das ist deshalb ja auch irgendwann der Spin-off in manchen Ländern, wo unter Mercedes-Benz und dem den dreizackigen Stern ausschließlich Luxusautomobile verstanden werden. Es ist unheimlich schwierig, diese Marke dann auch in die rationale Business-to-Business-Welt des Transports zu bringen. Jetzt kann man fragen, warum hat man es in Westeuropa und Brasilien beibehalten? Weil wir dort seit 80, 90 Jahren die Marke schon verwendet und dort dann auch der Kunde, der Verbraucher schon unterscheiden kann, ob der Mercedes-Logo jetzt auf dem Luxus-Pkw ist oder ob es auf dem großen Nutzfahrzeug ist. Es schadet keiner Marke. Ja. In den USA wird es schaden. Spannend. Nimmst du denn Daimler Trucks als deutsches Unternehmen wahr oder ist in der Art, wie du denkst oder wie ihr arbeitet, alle Marken international gleichberechtigt und du lebst zwischen global, den Kontinenten? Absolut globales Unternehmen. War übrigens für mich einer der Gründe, erstmal zu Daimler zu gehen. Ich wollte dann von der Unternehmensberatung auf jeden Fall, ich wollte damals noch zum internationalen Unternehmen, habe noch nicht so die feine Unterscheidung damals gewusst, aber es hat mich immer am LKW-Business fasziniert, dass es immer diesen globalen Aspekt hat, dass es völlig egal ist, was für ein Pass, was für eine Nationalität der Mitarbeiter hat, dass es immer wieder darauf ankommt, was braucht der Kunde. Der Kunde in Kenia braucht was ganz anderes wie der in Frankreich, wie der in Kanada, wie der in Indonesien. Schauen wir weiter in die nächste Frage, und zwar ein Thema, was auch sehr spannend ist, finde ich. Und zwar hatte ich das ja eben schon beschrieben, dass ihr euch vor nicht allzu langer Zeit aufgeteilt habt, also der Daimler-Konzern in die Autogruppe und in eure Gruppe. Warum diese Entscheidung? Warum habt ihr aus ein zwei gemacht? Einfach, weil du ja, wenn du zwei unabhängige Einheiten, die große Frage ist immer, würdest du, wenn du einen LKW-Hersteller hättest und einen Luxusautomobilhersteller hättest, würdest du fragen, warum die nicht zusammengehen? Würdest du fragen, warum nicht Iveco und Ferrari, warum die nicht fusionieren? Ja, käme keiner auf die Idee, sowas zu fragen. Ja. Es fällt eigentlich eine ganze Koordinationsebene weg. Ihr habt selber das Beispiel ganz am Anfang gemacht. Nachhaltige Luxus für Pkw und die besten Fahrzeuge für die Menschen, die die Welt bewegen. Wie kriege ich das unter einen Hut zusammen? Und das ist unnötig, da überhaupt irgendwie eine künstliche Klammer zu schaffen. Dann gibt es Themen, wo wir haben eine Pressekonferenz gehabt, da hat mich dann ein Journalist gefragt, nach etwa einer Stunde kam dann die Frage, was hat sich eigentlich verändert? Ich sage, wir haben jetzt eine Stunde lang Pressekonferenz gehabt, haben uns über hochinteressante Technikthemen und Weltentwicklungen des Nutzfahrzeugmarktes unterhalten. Ich habe das Gefühl gehabt, jedem Journalist hier fand das unheimlich interessant. Und es ist noch keine einzige Pkw-Frage gefallen. Früher hat man ausschließlich eine Stunde lang über Pkw geredet und am Ende kam noch eine Höflichkeitsfrage für Nutzfahrzeug. Wir haben hier in Stuttgart den absoluten Weltmarktführer, wenn es um schwere Nutzfahrzeuge geht, der auch die Branche nachhaltig prägt, was Technologie angeht. Und ich finde es ein spannendes Thema und schon allein das war es wert, es im eigenen Forum zu geben. Und die Börse hat es ja sofort, als wir es damals angekündigt haben, positiv honoriert. Und bis heute, wenn wir heute den Gegenschritt beschließen würden, die beiden miteinander zu fusionieren, gäbe es sicherlich sowohl von Medien als auch Börse eine Abstrafung. Ja.
Also gab es quasi schon, bevor ihr euch getrennt habt, kaum Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Jetzt seid ihr vollständig getrennte Unternehmen, es gibt keine Schnittmengen mehr, oder? Ja, es war ja ein langfristiger Prozess. Wir haben im Vertrieb schon vor 10 Jahren angefangen, zum Beispiel die Niederlassungen in Europa zu trennen, weil dort, wo ich Pkw kaufe, kaufe ich kein Lkw. Da, übrigens auch dort, wo ich einen Lkw-Service mache, wo ich mit einem 20 Meter langen Sattelzug durch die Werkstatt durchfahren kann, ist nicht unbedingt wahrscheinlich der richtige Platz, wo ich dann ein Luxusautomobil gut servicen kann. Also da haben wir schon eine Trennung gemacht. Wir haben im Ausland, in vielen Ländern, Japan oder USA, waren schon immer die Businesses getrennt. Daimler hat schon immer eine sehr starke Business-Unit-Orientierung gehabt. Wir haben ja über viele Jahre hinweg das Lkw-Ergebnis getrennt vom Pkw-Ergebnis ausgewiesen, wenn wir unsere Quartalsberichte und Jahresberichte gemacht haben. Also von daher war das ein sukzessiver Schritt, wo am Ende nicht ganz natürlich war, dass du dann am Ende auch noch den letzten Schnitt machst. Und den haben wir dann Anfang 2022 oder im Dezember 2021, ich muss ganz genau sagen. Um kurz zu sein, das war jetzt keine Entscheidung, die jetzt vor ein paar Jahren getroffen oder vor kurzer Zeit getroffen wurde, dann sind alle Dinge in die Wege geleitet, sondern es ist schon einfach ein Prozess gewesen, der sich aus natürlichen... Es war ein Prozess, es war nie der erste Schritt und am Ende im Dezember 2021 trennen wir uns dann. Deshalb machen wir jetzt in 2005 diesen oder jenen Schritt. Es war immer vom Geschäft her, wie kann ich am meisten Fokus Richtung Kunde, Richtung Entwicklung bekommen und wo kann ich, und dann hat sich natürlich organisch sich was entwickelt. Wenn es keinen Sinn gemacht hätte, hätten wir es nicht gemacht, aber am Ende hat es einen Sinn gemacht. Jetzt kommt eine Sache rein, wo ich sage, was glaube ich für alle Mitarbeiter das Bedauerlichste ist, dass wir ja sehr, ich habe ja eine sehr eher untypische Karriere, die ausschließlich im Nutzfahrzeug ist. Ich habe sehr, sehr viele Kollegen, die aus dem Pkw-Bereich gekommen sind. Ich kenne auch sehr gute Bekannte oder Kollegen aus dem Nutzfahrzeugbereich, die beim Pkw zum Pkw gegangen ist. Also dieser reibungslose Wechsel von einem Teil zum anderen, um wirklich noch größere Möglichkeiten zu haben, das würde ich sagen, ist vielleicht die größte Manko, das wir in der Zukunft haben. Ja, also Lorenz und ich sind sehr wirtschaftsbegeistert. Und als wir damals gehört haben, dass Daimler sich aufspaltet, haben wir uns überlegt, wie funktioniert eine Aufspaltung? Was waren die Herausforderungen, wenn man so einen Konzern aufspalten will? Ich habe ja, du musst ja am Anfang erstmal schon mal aufgespaltene Geschäftsprozesse haben. Mhm. Das war lang zurück. Ich kann mich noch erinnern, als ich 87 hast du gesagt, habe ich bei Daimler, 87 bei Daimler angefangen. Da hat sich wurde damals die Sparte Lkw gegründet. Vorher gab es die rein funktionale Organisation, eine Produktion für alles, eine Entwicklung für alles. Und dort hat man sich dann zum ersten Mal, ich sage mal, Prozesse getrennt. Wir haben dann sehr lange gemeinsam ein Vertriebsnetz gehabt. Das war dann die nächste Trennung. Wir haben die Reporting, also die Ergebnisreporting getrennt, auch eigenständige Investitionsbudgets gehabt. Sparte Nutzfahrzeuge, so um die Nullerjahre. Das waren alles notwendige Vorschritte. Mhm. Dann kam natürlich das ganze Thema Immobilientrennung. Wir haben manchmal scherzhaft gesagt, das ist wie wenn man 50 Jahre verheiratet ist und jetzt muss festgestellt werden, wem gehört eigentlich der Hund und wem gehört dieses Bild. Ja. Und du kannst halt nicht alles in der Mitte durchschneiden. Dann ist es schlecht für den Hund und schlecht für das Bild. Stimmt. Und dann musst du das halt so aufteilen. Also steuerliche Fragen. Ja? Mhm. Und das sind viele, viele Projektschritte zwischendrin gewesen. Und also das heißt, in Zukunft sind es wirklich zwei eigenständige Unternehmen. Absolut. Also in Zukunft wird es so sein, der Ursprung war damals der gleiche und in Zukunft sind sie einfach wirklich zwei eigenständige Unternehmen und haben nichts mehr außer der Name miteinander zu tun. Ja. Letzte Frage zu dem Themenbereich Aufspaltung, weil wir haben als Zuschauerfrage immer wieder die Frage bekommen. Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe. Ihr habt euch ja aufgeteilt in die Trucks, Daimler Truck, mit LKWs und Bussen und dann Cars und Vans. Das heißt, der Sprinter, den wir auch immer mal wieder verwenden, um unsere Technik zu transportieren, der ist ja eigentlich ein klassisches Nutzfahrzeug, aber der ist bei den anderen angesiedelt. Warum diese Entscheidung? Das sind immer, wenn du irgendwas durchschneidest, gibt es immer wieder die große Frage, wird immer eine Grauzone geben. Hm? Ja?
Jetzt kannst du sagen, die Van-Sparte hat ja deutlich mehr Produkte wie den Sprinter. Der hat auch den Marco Polo Ferienvan, das definitiv ein PKW ist. Der Sprinter hat sehr, sehr viele Technikkomponenten aus dem PKW-Bereich, wenn du drin sitzt und guckst dir Dashboard und Sitzposition und so weiter an. Und ein LKW zeichnet, oder auch der Bus, den wir anbieten, zeichnet sich ja dadurch aus, dass das grundsätzliche Konstruktionsprinzip ein anderes ist. Wir bauen alles auf einem Rahmen auf. Also wir haben eigentlich zwei Metallstangen, an die alles Mögliche dran geschraubt wird. Während ein PKW eigentlich eine selbsttragende Karosserie ist, wo die Karosserie alle Teile trägt. Und bei uns sind es die Längsträger. Das ist so eine technische Trennung. Und der Sprinter ist da sicherlich in der Grauzone drin. Ich weiß zum Beispiel, dass Iveco den Transporter auf der LKW-Seite hat und nicht auf der Fiat-Seite. VW hat die Trennung ähnlich vollzogen wie Mercedes, dass der VW-Bus auf der PKW-Seite ist und nicht auf der LKW-Seite. Lässt sich so oder so lösen. Mit der Gründung des eigenständigen Unternehmens und dann natürlich ein bisschen Zeit, bist du in einen sehr exklusiven Kreis aufgerückt, weil Daimler Trucks ist DAX-Unternehmen, steht auch hier auf euren Eingang, habe ich das gesehen, dass ihr neu im DAX sind. Das heißt, du bist einer von den 40 DAX-Vorständen, sehr exklusiver Kreis. Es gibt in Deutschland so 250.000 BWL-Studenten. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass im ersten Semester noch eine große Anzahl von denen das Ziel hat, mal DAX-CEO zu werden. Es werden am Ende aber nur 40. Was hast du richtig gemacht in deinem Leben, um in diesen Kreis anzukommen? Da müsste eigentlich die Leute fragen, die mich in den Job rein ernannt haben. Also sagen wir so, ich hab immer mit Leidenschaft mein Geschäft gemacht. Ich verstehe mein Geschäft. Die Mischung Produkt, Betriebswirtschaft, Mitarbeiterführung, also wirklich eine ganz große, breite, internationale Erfahrung. Ich denke, das sind alles Voraussetzungen. Jetzt kannst du sagen, nicht jeder, der breite Erfahrung hat und international gearbeitet hat, wird nachher auch DAX-Vorstand. Wie viel Jugendliche spielen im Verein Fußball mit Leidenschaft und wie viele werden nachher kommen in die Nationalmannschaft? Und warum der eine ja und der andere nicht? Weil er einfach den Job beherrscht und eben andere dann in der Beurteilung dazu kommen, dass er den Job gut macht. Man ist dann ähnlich wie ein Fußballspieler ja unter sehr starken Beobachtung. Und wenn man das nicht so ganz so gut macht, lässt sich solche Entscheidungen auch immer wieder korrigieren. Hat man in meinem Leben nicht gemacht und dann kommt man am Ende halt als DAX-Vorstand raus. Vor einigen Wochen, beziehungsweise jetzt waren schon vor einigen Monaten, waren wir bei der Telekom-Hauptzentrale und hatten damals Tim Höttges kennengelernt. Ja. Und er hatte uns gesagt, dass 50% seiner Karriere Glück waren. Würdest du dem zustimmen? Wie war es bei dir? Was ist Glück? Was du nicht beeinflussen kannst. Also, dass es passiert, weil es passiert halt. Es ist Glück, dass ich eine tolle Familie habe und da nicht abgelenkt wurde. Es ist Glück, dass ich gesund war und mein Körper das Ganze gut mitgemacht hat. Es ist Glück, dass ich ganz tolle Mentoren und Leute haben, die mich auf meinem Leben begleitet haben und an der entscheidenden Stelle auch immer wieder gute Tipps gegeben haben, auch durchaus manchmal schmerzhafte Tipps gegeben haben. Ja? Es ist Glück, dass ich an den Stellen dann meinen Ärger und sowas runtergeschlossen habe und habe gesagt, eigentlich hat er ja doch recht und dann die richtigen Entscheidungen für mich getroffen haben. Das ist so eine Mischung. Aber es ist ich würde immer sagen, ein wichtiges. Ich habe nie angestrebt, einer von 40 DAX-Vorständen zu werden. Und was mich immer am meisten schaudert, ist, wenn ich auf Leute treffe, die kommen und sagen, ich will Vorstand werden. Die haben keine Ahnung, was sie sich wünschen. Und dann fragst du meistens nach, was ist die Motivation? Und wenn die Motivation ist, dass ich in der Zeitung stehe und mich die Leute kennen und endlich mal vor mir verbeugen, dann ist es die völlig falsche Motivation und die beste Tipp, nicht DAX-Vorstand zu werden, ist genauso anzufangen. Aber was war deine Motivation? Ich meine, dein Job ist wahrscheinlich unglaublich hart. Du arbeitest viele Stunden, bist über 100 Nächte im Jahr unterwegs. Warum machst du das? Ich meine, du verdienst gutes Geld, aber ist das der Grund? Ich kann Dinge gestalten, die mich faszinieren und die ich mit Leidenschaft verfolge. Ich finde es spannend jetzt, die Transformation im LKW-Bereich vom Verbrennungsmotor zur CO2-freien Fortbewegung wirklich in einer vernünftigen Weise zu gestalten, Leute davon zu überzeugen, was der richtige Weg dorthin ist, finde ich unheimlich toll, da mitmachen zu dürfen. Ich habe unwahrscheinlich viele intelligente, tolle Menschen kennengelernt. Mir macht Spaß, Teams zu formen. Und das sind alles Dinge, warum ich gerne mit dabei bin. Das ist sehr eindrucksvoll. Du bist eine sehr eindrucksvolle Person.
Dein Aufsichtsratsvorsitzender ist Joe Kaeser und er war damals CEO von Siemens und er gilt als eine sehr kontroverse Person. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Herr Kaeser und dir? Ich würde sagen, er ist überhaupt keine kontroverse Person. Er ist jemand, der eine ganz klare Meinung hat und gut äußert und mit dem man wunderbar diskutieren kann. Es war für mich immer, falls mal jemand von euren Zuhörern ja, in die Verlegenheit kommt, DAX-Vorstandsvorsitzender zu werden, sollte er sich sehr gut überlegen, ob er gut mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden auskommt. Und das war für mich und für Kaeser jeweils die Vorbedingung. Herr Kaeser wollte einen Vorstandsvorsitzenden haben, in dem er volles Vertrauen hat, und ich wollte einen Aufsichtsratsvorsitzenden haben, in dem ich volles Vertrauen habe. Und wir haben uns beide gefunden und von daher gut so. Das ist sehr schön. Und wie eng ist eure Zusammenarbeit? Also habt ihr einen täglichen Austausch? Gibt es den jede Woche montags ein Briefing? Also wie kann ich mir die Zusammenarbeit zwischen einem DAX-CEO und dem Aufsichtsratsvorsitzenden vorstellen? Also ich würde sagen, so zweimal im Monat, aber dafür intensiv. Und sonst halt, wenn er was hat, schreibt er eine E-Mail oder ruft an. Und wenn ich was habe, schreibe ich eine E-Mail und rufe an. Aber da hat man ein sehr gutes Vertrauen. Und es sind dann wirklich ja Aufsicht, das ist für ihn wichtig. Aber da muss er gucken, dass die Unternehmen, und da arbeitet auch viel ja mit meinen Kollegen und so weiter zusammen, um zu gucken, dass es bei Daimler Trucks alles richtig zugeht. Und Rat, das ist das, was du dann aktiv anfragst und dann auch kriegst. Reden wir über ein spannendes Thema, wo ihr euch wahrscheinlich auch schon drüber ausgetauscht habt, und zwar die Mobilität der Zukunft. Wir waren vor einigen Monaten bei VW und da wurde uns gesagt, dass die Technologiefrage zumindest bei Autos und auch den einfachen Nutzfahrzeugen eigentlich schon entschieden ist und dass in Elektromobilität geht, Wasserstoff und alles andere keine Rolle mehr spielt. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du sagen, dass der Fokus bei euch auch ganz klar auf den Thema Elektromobilität liegt oder sind solche Themen wie Wasserstoff und klassische Verbrenner noch relevant für euch? Also jetzt hast du aber mehrere Dinge in einen Sack reingeschmissen, die alle nicht reinpassen. Dann ordnen wir den Sack einmal. Genau, dann machen wir erstmal den Sack. Was ganz klar sein wird, wir müssen zu einer emissionsfreien Mobilität kommen, erstens. Das heißt, emissionsfreie Mobilität heißt schon, ein elektrischer Antrieb. Ist große Frage, wie kommt die Elektrik in das Auto rein? Auch die Batterie erzeugt ja keinen elektrischen Strom, die speichert den nun. Da muss der Strom aus dem Netz kommen. Wasserstoff in der Brennstoffzelle wird dann im Auto in Strom umgewandelt. Dann hat also sozusagen das Auto sein eigenes Kraftwerk dabei. Die entscheidende Frage für mich in der Zukunft wird weniger in der Automobilindustrie entschieden, sondern in der Energiewirtschaft. Wie speichern und transportieren wir Strom, der nicht mit Kohlenstoff zu tun hat? Ja? Kohlenstoff ist ja auch nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie, mehrere zig Millionen Jahre alt und immer noch so hochenergetisch, dass wenn du, hochenergetisch. Benzin ist der beste und effizienteste Weg, Energie zu speichern. Du kannst so ein Kanisterchen nehmen, dir es 20 Jahre in die Garage stellen und ein Streichholz reinschmeißen und wusch, kommt die Energie raus. Mach's nicht, auch kein Zuschauer. Ja, das ist auf jeden Fall effektiv. Du legst natürlich die gleiche Maß Energie, Wasserstoff in irgendeinen Tank, lass 20 Jahre stehen, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tank leer ist hinterher, ja, weil es sehr flüchtig ist. Die gleiche Energiemenge als Strom, da hatten wir in meiner Jugend bei Atomkraft, nein danke, der Strom kommt bei uns aus der Steckdose. Ja? Strom kommt, wir fragen uns nicht, was hinter der Steckdose ist. Hinter der Steckdose ist ein elektrisches Netz, das von dem Atomkraftwerk zum Erdgaskraftwerk, das sich sofort hochfahren kann, zu einem Wasserkraftwerk über Wind, alles reinspeist und in einem extrem aufwendigen Prozess das so balanciert, dass nicht zu viel und umgekehrt nicht zu wenig ist. Da weiß man, dass abends, wenn die Leute nach Hause kommen, mehr Bedarf da ist als nachts, wenn sie schlafen. Tagsüber gibt es in anderen Bereichen, wo die Industrieunternehmen stehen, wo es hochgeschaltet wird, die elektrische Strom. Und das wird durch eine Vielzahl von verschiedenen Energieträgern ausgeglichen. Jetzt nehmen wir alles Kohlenstoffbasierte, also Kohle, Öl, Gas weg. Wir wollen keine Atomkraft mehr haben. Wir gehen auf Wind, der sehr unregelmäßig bläst. Wir gehen auf Sonne, die sehr unregelmäßig scheint und müssen jetzt dieses Netz ausbalancieren. Das,
Wir brauchen dazu etwa das, ich würde mal sagen, mindestens 3- bis 5-fache an elektrischer Energie wie heute. Das heißt, wir brauchen nicht nur die Herstellung der Energie, sondern auch der Transport der Energie. Wir brauchen Hochspannungsleitungen. Ja, es hilft uns ja nichts, in der Nordsee einen Windpark aufzumachen. Und dann, aber wenn ich einen Strom in Bayern brauche, dann muss ich eine Hochspannungsleitung ziehen. Jetzt wissen wir aus der Diskussion, wie kontrovers diese Diskussion geführt wird. Das heißt, du denkst, dass die Challenge bei der Energiewende gar nicht so sehr bei euch liegt auf Technologieseite, sondern eher bei der Politik und den Energieversorgern in den Netzaufbau. Genau, weil die Batterie funktioniert und wir machen das, was wir schon seit Jahrzehnten mit dem Verbrennungsmotor gemacht haben. Wir optimieren immer weiter. Aber ist eure Batterie schon so stark? Ich würde doch noch mal gerne auf die Technologiefrage. Ja. Könnt ihr schon so starke Batterien bauen, dass euer 40-Tonner damit vernünftig Langstrecke fahren kann? Das ist heute immer die Kurzfrage, was heißt vernünftig? Wie definierst du vernünftig? Naja, Ich bin ein begeisterter E-Pkw-Fahrer. Ich würde mir zutrauen, überall in Europa mit meinem Pkw hinzugehen, zu kommen. Ich muss vielleicht ein bisschen länger laden, ich muss meine Pausen eine Dreiviertelstunde machen und keine 10 Minuten. Und genauso würde ich jetzt mal die These machen, ich kann 90% aller Lkw-Aufgaben mit einem batterieelektrischen Lkw erledigen. Ich kann aber umgekehrt auch 90% aller Aufgaben mit einem brennstoffzellen Lkw erledigen. Ja, jeweils wird der elektrische Strom einmal in der Batterie gespeichert, einmal in der Brennstoffzelle erzeugt, dann in einen Elektromotor eingespeist, funktioniert. Jetzt kannst du sagen, ist es gut, wir verlieren vielleicht bei der Batterie 1-2 Tonnen Zuladung. Dann habe ich halt 2 Tonnen weniger im LKW drin. Ja, manche Ladungen sind gewichtssensitiv unterwegs, dann kann ich halt 2000 Liter weniger Milch mit diesem Fahrzeug transportieren. Muss halt so und so viel Prozent mehr Fahrzeuge fahren. Ist alles lösbar. Muss der Fahrer längere Pausen zum Laden machen? Ja, wenn ich dann auch den Strom dort habe, wo ich ihn brauche. Aber wir brauchen, und deshalb jetzt wieder zurück zum Wasserstoff, wenn wir alles mit Ladung machen, wir brauchen idealerweise 1 Megawatt Ladepower in einer Ladesäule. Ist technisch möglich, gibt es. Dann brauche ich aber 20 Ladesäulen an einem Rasthof, und dann muss ich 20 Megawatt elektrische Leistung an diesen Rasthof legen, und das ist so, was eine kleinere Stadt verbraucht. Da bin ich im Hochspannungsbereich. Halte ich für nicht realistisch. Aber heißt das, dass du es für nicht realistisch hältst, dass es in den nächsten Jahren deshalb brauchen wir Wasserstoff. Ich bin mehr die Antwort, weil du verstehe. Du wolltest ja, dass der Sack sortiert ist. Also du hast auf der guten Seite die Batterie und hast in den Sack, Wasserstoff und Diesel reingemacht. Ich lasse den Diesel im Sack drin. Ja, der muss dort drin bleiben, weil er CO2 emittiert. Okay. Aber ich hole den Wasserstoff raus und setze ihn neben die Batterie, weil der Wasserstoff die Antwort ist, wie speichere und transportiere ich elektrische Energie. Das heißt, du sagst, die Technologiefrage Wasserstoff versus Batterie ist keine Frage von dem, was ihr umsetzen könnt, sondern eine Frage, was gesamtgesellschaftlich, politisch, infrastrukturtechnisch möglich ist. Genau. Und du sagst, Batterie ist nicht möglich. Oder ist schwierig möglich? Ist zum Teil möglich, aber nicht 100%. Und deswegen ist investiert ihr, ist ja eigentlich der Kern meiner Frage. Ja. Euer Investment ist auch zum großen Teil in oder mindestens gleichwertig in Brennstoffzelle, Wasserstoff wie in Batterie. Der eine Wettbewerber, den du genannt hast, VW, sagt nur Batterie, der Rest ist Blödsinn. Okay, wir sagen beides. Aber das würde ja komplett gegen den großen Automobilhersteller Tesla sprechen, weil ich meine, als man ihm gefragt hatte, ist es Elektromobilität oder Wasserstoff, hat er angefangen zu lachen und gemeint, okay, es ist halt nur Elektro. Ja, und dann sagen wir, wer zuletzt lacht, macht am besten. Und dann machst du 2030 ein Interview mit Elon Musk und mit mir und dann können wir uns darüber unterhalten. Wir haben eine passende Frage zur Automobilität der Zukunft von einer Zuschauerin. Gerne abspielen. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich bin 22 Jahre alt und studiere internationale Wirtschaft und Entwicklung in Bayreuth. Das ganze Thema autonomes Fahren in der Automobilbranche interessiert mich sehr. Daher auch meine Frage, wie werden sich LKWs in der nächsten Zeit weiterentwickeln und brauchen wir in 10 bis 20 Jahren noch Berufskraftfahrer? Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Antwort. Jetzt kann man sagen, das eine ist ja wie vorhin auch, gibt es absolute Aussagen oder ist es beides? Wir brauchen auf jeden Fall Berufskraftfahrer. Das menschliche Gehirn ist so leistungsfähig und es gibt so viele schwierige Fahrsituationen, die du auf keinen Fall voraus programmieren kannst. Deshalb wirst du immer Berufskraftfahrer brauchen. Um aber
jetzt, und ich denke jetzt vor allen Dingen an USA, einen Container von Los Angeles nach Oklahoma City zu transportieren, was zwei Tage Fahrzeit hat, ob genau diese Aufgabe dann ein Mensch da sitzt oder ob vielleicht ein Mensch drei Stunden bis zu einem Zentrum den Container bringt, über kleinere Straßen und Stadtverkehr, und dort ein automatisiertes Fahrzeug diese Ladung übernimmt und bis an den Rand von Oklahoma City fährt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ersetzt nicht den Berufskraftfahrer. Also es wird beides geben, um das als Antworten klar zu sagen. Ja. Und jetzt, aber ich finde es sehr interessant, was du gerade gesagt hast zu Wasserstoff und zum E-Auto. Ich meine, wenn ihr euch jetzt einig seid, okay, also die Automobilbranche wird nicht, also oder der LKW wird in Zukunft nicht nur mit E-Auto fahren, sondern es braucht vielleicht eine Wasserstofflösung. Warum investiert ihr gerade Geld in ein großes E-Auto? Ihr habt das gerade auf der IAA vorgestellt. Weil die Antwort ist beides. Okay. Die Antwort ist beides. Du kannst zunächst mal sagen, E hat den großen Vorteil, dass du ein Fahrzeug deutlich schneller dran hast. E kriegt dann seine Schwierigkeiten, wenn wir 1 Million Fahrzeuge E-mäßig haben. Verstehe. Ja, also es fängt unheimlich leicht an. Deshalb fängt der Anfang mit E an und deshalb stellen wir E-Fahrzeuge vor. Erster Schritt. Aber E skaliert unheimlich schwierig. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wasserstoff ist gerade umgekehrt. 1-2 Fahrzeuge mit Wasserstoff. Unmöglich. Du musst einen riesen Aufwand betreiben, um das Ganze anzufangen. Deshalb, aber Wasserstoff hat eine unheimlich tolle Skalierungsfähigkeit. Wenn ich von 200.000 auf 400.000 gehe, wird es einfach. Heute fragt bei uns ja auch keiner, wenn du in der Nordsee jemand entscheidet, eine neue Erdölplattform zu machen. Und das kostet 10 Milliarden, die Plattform und die Pipeline von der Plattform hier. Ja. Fragt keiner. Wenn das Shell entscheidet, dann denkt man, das macht alles seinen Sinn. Ja, warum? Weil Millionen von Fahrzeugen dann den Stoff am Ende verwenden. Und so wird es bei Wasserstoff auch sein. Das heißt, man braucht eine Startgröße. Und deshalb ist es ja auch gut, dass nicht nur die Automobilwirtschaft Wasserstoff braucht, sondern auch die Stahlerzeugung, viele anderen Industrien auch. An dem Thema wird aufgebaut, da wird viel investiert. Und zwar nicht bei uns. Das ist auch klar. Wenn ich hier nur zeitweise Sonne oder Wind habe, dann muss der in ein Netz rein und muss in die Batterie rein, ohne Umwandlung. Das ist ineffizient. Da kommt auch übrigens das Hauptargument von Elon Musk und VW her. Wenn ich aber in Saudi-Arabien im Moment gerade die Sonne scheint oder in Chile der Wind weht, dann hilft es uns in Deutschland gar nicht. Wie kriege ich diese Energie zu uns? Da brauche ich einen Trägerstoff, der nicht Kohlenwasserstoff heißt. Und das ist dann der Wasserstoff. Und das wird aufgebaut. Deshalb kommen wir in der zweiten Hälfte der Dekade mit dem Wasserstoffantrieb, und dann gibt es ja bei uns die Faustformel: je schwerer die Ladung, je anspruchsvoller die Strecke und je unplanbarer die Strecke, desto eher der Wasserstoffantrieb, deshalb etwa die Hälfte der Laufleistung, und die andere Hälfte der Laufleistung ist der E-Antrieb. Wenn ich eine 100 Kilometer Strecke habe zwischen Werk Mannheim und Werk Wörth bei uns, wo jeden Tag 6-7 LKWs hin und her fahren, das ist eine typische E-Anwendung. Dann planst du deine Trips, kannst immer am Aufladen, am Abladeort aufladen. Die Auslieferungen von Aldi von seinem Regionallager in seine Läden, und du kannst Aldi durch jeden anderen Lebensmittelhändlernamen ersetzen. Der hat seine Route, die ist 300 Kilometer lang, der kommt abends ins Depot zurück, der Fahrer geht nach Hause, nachts lädt das Auto auf, nächsten Morgen fährt es wieder aus. Ist eine typische E-Route. Wir kommen zum Ende. Ich schaue auf die Zeit und ich sehe, wir haben leider nicht mehr viel. Ich habe aber tatsächlich noch unsere Abschlussfrage, und vorher habe ich noch eine Zuschauerfrage, die ich super spannend finde, die uns auch immer wieder gestellt wurde. Und zwar ist es so, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage super angespannt ist. Wir haben Ukraine-Krieg, wir haben Inflationskrise, wir haben Lieferkettenprobleme, immer noch durch Covid etc. Und trotz dieser angespannten Lage hast du vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass ihr eure Umsatz- und Gewinnprognosen nach oben geschraubt habt. Wie ist sowas möglich? Macht ihr vieles richtig, was andere nicht richtig machen? Oder habt ihr einfach Glück, dass euch die Krisen noch nicht so getroffen haben? Wie bewertest du diese Gesamtlage? Zunächst mal ist es eine schwierige Zeit. Es gibt aber viele schwierige Zeiten. Wir haben uns so 2018, 2019 angefangen, weil ja eine der Schwächen von Daimler Truck war, auch eine nicht ausreichende Ertragskraft, auch vor allen Dingen nicht ausreichend,
um die erheblichen Investitionen, die vor uns liegen, zu stemmen, sodass wir uns dann aufgemacht haben, an, ganz breit am Kosten-, am Geschäftssystem zu arbeiten. Parallel unser Produktprogramm zu erneuern, zum Beispiel einen ganz neuen LKW in den USA, in das Baustellen-Segment oder in das Segment, wo Aufbauten auf den LKW draufkommen, wo wir bisher eher unterdurchschnittlich unterwegs waren, den rausgebracht. Wir haben viele Dinge entschieden, die jetzt ihre Früchte tragen. Erster Grund. Zweiter Grund ist, LKWs werden gekauft, weil sie benötigt werden. Ja, und da gibt es einen hohen Bedarf im Moment auf der ganzen Welt. Und da sind wir da glücklicher als andere? Nee, wir stehen im Augenblick, wir verwalten immer noch den Mangel. Wir könnten deutlich mehr LKWs ausliefern, hätten wir genügend Teile und genügend Kapazitäten. Bei uns ist hauptsächlich die Teile. Und deshalb haben wir da weiterhin eine hohe Konjunktur in unseren Werken. Und haben eher das Problem, dass wir zu wenig produzieren, als dass wir zu viel zu produzieren. Und das führt natürlich, also die Mischung aus intensiver Kostenarbeit, an guten Produkten und an einem Bedarf von unseren Kunden, die auch unsere Produkte sehr stark mögen, führt dann halt auch zu guten Unternehmensergebnissen. Und deswegen schaust du positiv in die Zukunft, trotz der ganzen Belastung, die aktuell ist? Wenn du nicht positiv in die Zukunft schaust, solltest du dich vielleicht eher in einem anderen Beruf bewerben als CEO. Das merkt man. Ja. Spannend. Ich würde sagen, wir sind begeistert. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Wir kommen jetzt zu der letzten Frage, die haben wir allen deinen Vorgängern gestellt. Und ich bin schon sehr gespannt, was deine Antworten darauf sein werden. Und zwar, Martin, stell dir vor, du bist noch mal so alt wie wir, Anfang, Mitte 20. Und das ganze Leben liegt noch vor dir mit all der Erfahrung, die du hast und all der Erfahrung, die du gesammelt hast. Was wären die drei Tipps, die du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben würdest? Also ich hätte erstmal die große Sorge, dass mein 20-jähriges Ich nicht unbedingt den Tipps eines 60-jährigen erfahrenen Managers befolgen würde. Das Zweite, was ich dem 20-jährigen Ich mitgeben würde, wäre zunächst mal, denk immer in Lösungen, nie in Problemen. Sage ich übrigens auch meinen Kindern oder ich sage es, wenn wir mit jungen Managern in unserer Firma arbeiten, ich suche nach Leuten, die, wir haben viel zu viele Leute, die sagen, huch, da ist ein Problem und dann ist erst mal fertig und ich habe 1000 Argumente, warum ich nicht weitermachen kann. Ich möchte Leute haben, die sagen, oh, da ist ein Problem, jetzt fängt es an spannend zu werden, wie so ein Sudoku oder sonst was, das ist ein Rätsel, die Lösung ist da, ich muss sie nur finden. Also diese positive Einstellung auf Probleme erstens. Zweitens, mach immer das, was dir Spaß und Leidenschaft macht. Mach nie was, weil du morgen vielleicht mehr verdienst oder da muss ich durch dieses Ding durch. Wenn du es nicht unter deinem Chef aushältst, wechsle. Wenn dir die Branche nichts sagt, wechsle. Wenn du jeden Morgen mit Widerwillen ins Geschäft gehst und dich endlich auf Freitag freust, weil du dann Sachen machen kannst, die dir Spaß machen, wechsle jetzt und warte nicht. Mach das, was dir Spaß macht. Und drittens, lebe im Hier und Jetzt. Und denk nie an eine Karriere, sondern denk an deinen Job, denk an die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und mach da einen guten Job. Das würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen. Martin, das war unglaublich eindrucksvoll, die letzte Stunde mit dir. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich muss selber, glaube ich, das Video mehrfach gucken, um es nochmal zu verarbeiten. Danke für deine Zeit und hab noch einen schönen Tag. Genau, wir sehen uns wieder aus Ludwigshafen mit einem Unternehmen, wo es auch viel um Energie geht, und zwar bei den Dr. Martin Brudermüller von der BASF. Ich glaube, das wird auch spannend. Ja, ist sehr spannend. Könnt ihr ihn auch mal fragen, wie er die Zukunft sieht, ja, was die Energiewende angeht, weil er hängt ja auch ganz stark von Energie ab. Wir arbeiten auch sehr eng und gut zusammen. Absolut. Vielen Dank.